Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. Im heutigen Video geht es um Hormone, die Botenstoffe in unserem Körper. Am Ende dieses Videos kannst du erklären, was genau Hormone sind und du weißt, wie Hormone in unserem Körper wirken. Besonderes Vorwissen für das Verständnis dieses Themas benötigst du nicht. Allerdings wäre es hilfreich, wenn du dich an das Schlüssel-Schloss-Prinzip erinnerst. Dieses Prinzip hast du in der 8. Klasse bei der Wirkungsweise von Enzymen im Verdauungsprozess kennengelernt. An all unseren Lebensprozessen sind Hormone beteiligt. Ob zum Beispiel eine Schwangerschaft oder Geburt ohne Komplikation verläuft, ob unser Wachstum nicht zu früh, aber auch nicht zu spät endet, ob man in der Pubertät mit geringen oder mit größeren Hautunreinheiten zu kämpfen hat, wie wir mit Stresssituationen umgehen, ob unser Stoff- und Energiewechsel problemlos abläuft, aber auch, ob unser Immunsystem richtig funktioniert. All diese Prozesse werden von Hormonen beeinflusst. Doch was genau sind eigentlich Hormone? Hormone sind lebenswichtige chemische Wirkstoffe. Durch ihre spezifische chemische Struktur sind sie Träger von Informationen. Weil sie ihre Informationen zu bestimmten Empfängerorten im Körper transportieren, werden Hormone auch als Botenstoffe des Körpers bezeichnet. Hormone steuern und koordinieren alle Lebensprozesse in unserem Körper. Hormone werden in Hormondrüsen produziert und über die Blutbahn an alle Zielorte im Körper verteilt. Die Hormondrüsen produzieren die Hormone in ihren Drüsenzellen. Hier siehst du schematisch dargestellt die Drüsenzellen einer Hormondrüse mit den sie umgebenden Blutkapillaren. Auf der Zeichnung kannst du die einzelnen Drüsenzellen jeweils mit ihrem Zellkern erkennen. Die einzelnen Zellen werden über die Blutkapillaren und noch kleinere Haargefäße mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Diese kleinen blauen Punkte sollen die von den Drüsenzellen produzierten Hormone darstellen. Du siehst, dass in jeder Zelle Hormone produziert werden und auch, dass sie aus den Drüsenzellen bei Bedarf direkt in die Blutgefäße abgegeben werden. Über die Blutbahn werden die Hormone überall im Körper verteilt. Als chemische Botenstoffe gelangen sie so zu ihren jeweiligen Zielorten im Körper und wirken dort bereits in unvorstellbar niedriger Konzentration. Die Hormondrüsen heißen auch endokrine Drüsen, weil sie die Hormone in das Innere, nämlich direkt ins Blut absondern oder auch abgeben. Kommen wir nun zur Wirkungsweise von Hormonen. Hier siehst du in schematischer Darstellung den Längsschnitt durch eine Blutkapillare und die direkt an die Kapillare anschließenden Körperzellen. Diese bunten Puzzleteile sollen verschiedene Hormone mit ihrer jeweils spezifischen chemischen Struktur darstellen. Wie du eben gelernt hast, werden die Hormone durch das Blut im ganzen Organismus verteilt und gelangen so bis zu den Blutkapillaren und den kleinsten Haargefäßen zu den Körperzellen. Trotzdem kann ein bestimmtes Hormon nicht überall wirken. Wie schon gesagt, ist die chemische Struktur bei jedem Hormon anders und spezifisch genau für dieses Hormon. Die Zellen des Zielortes müssen also passende Stellen haben, an die sich ein bestimmtes Hormon anlagern kann. Eine solche passende Stelle heißt Rezeptor. Das Hormon lagert sich am Rezeptor der Zelle an und erst jetzt wird die Information vom Hormon auf die Zelle übertragen
und damit eine Reaktion in der Zelle ausgelöst. Hormone funktionieren also nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Dieses Prinzip kennst du bereits aus der 8. Klasse von der Wirkungsweise von Enzymen im Verdauungsprozess. So wie nicht jeder Schlüssel in jedes Schloss passt, so passt auch nicht jedes Hormon zu jeder Zelle. Hier siehst du mal angedeutet eine Zelle mit einem bestimmten Rezeptor. Mit dem Blut bewegen sich nun einige Hormone auf die Zelle und ihren Rezeptor zu. Der Rezeptor wirkt hier wie das Schloss und die chemische Zusammensetzung des Hormons als Schlüssel. Ein Hormon kann sich daher nur an solche Zellen anlagern, die einen passenden Rezeptor besitzen. Ansonsten passt der Schlüssel eben nicht ins Schloss und das Hormon kann nicht wirken. Deshalb sagen wir auch, Hormone sind wirkungsspezifisch. Doch Hormone sind nicht nur wirkungsspezifisch, sie haben auch einen sehr hohen Wirkungsgrad. Was bedeutet das? Das heißt, dass schon geringste Mengen von Hormonen genügen, um eine bestimmte Wirkung auszulösen. Zum Schluss gibt es wie immer eine Zusammenfassung. Du hast heute gelernt, dass Hormone chemische Botenstoffe mit einer jeweils spezifischen chemischen Struktur sind. Hormone werden in Hormondrüsen produziert und aus den Drüsenzellen direkt ins Blut abgegeben. Über die Blutbahn werden sie im gesamten Organismus verteilt. Hormone sind lebenswichtige Wirkstoffe, denn sie steuern und koordinieren unsere Lebensprozesse. Hormone sind wirkungsspezifisch, das heißt, sie wirken nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und schließlich haben Hormone einen sehr hohen Wirkungsgrad. Bereits kleinste Mengen genügen, um entsprechende Reaktionen auszulösen. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.